5 Milliarden Dollar will der größte europäische Automobilhersteller Volkswagen in das Elektroauto-Startup Rivian investieren. Das ist ein Gamechanger für den strauchelnden E-Auto-Hersteller, der trotz Kapitalgebern wie Amazon unter Milliardenverlusten leidet, und für Volkswagen selbst. Denn damit gibt man den Kampf um den Anspruch, zentrale Teile der eigenen Software im Auto selbst zu programmieren, jetzt auch ganz offiziell verloren. Software für die Zukunft. VW verbündet sich mit dem E-Auto-Startup Rivian. Grüne Baumaschinen. Liebherr Salzburg stellt den ersten Großradlader mit Wasserstoffmotor vor. Und harte Zeiten für Landtechnik. Pöttinger meldet 200 Arbeitnehmer vorübergehend arbeitslos. Und damit herzlich willkommen bei den Industriemagazin News. Klassische Autobauer wie BMW, Volkswagen oder Mercedes stehen vor einer Mammutaufgabe. Will man in der elektromobilen Zukunft, in Zukunft in zentralen Bereichen wie Infotainment, Vernetzung oder dem elektrischen Lademanagement oder beim automatisierten Fahren nicht die Datenhoheit verlieren und sich gegenüber Tech-Giganten in Zukunft zum Blechbieger degradieren lassen, dann muss man eigene Elektronik- und IT-Plattformen entwickeln und auch eigene Betriebssysteme programmieren. Volkswagen ist, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, immer der ambitionierteste deutsche Automobilkonzern gewesen, wenn es um die Digitalisierung ging. In Spitzenzeiten arbeiteten nach Angaben des Unternehmens 6.000 Mitarbeiter im VW-eigenen Softwarehaus CARIAD, unter anderem an einem skalierbaren Betriebssystem namens VW OS. Die Idee vom eigenen Softwarehaus und das Ansinnen, einen Großteil der Software, im Gespräch waren 60%, selbst zu programmieren, war ein Statement des ehemaligen Konzernlenkers Herbert Diess. Doch jahrelange Verzögerungen und Softwarepannen ließen bald Zweifel aufkommen, ob diese Herausforderung für den traditionellen Automobilhersteller nicht zu groß ist. Mit dem Wechsel von Herbert Diess zum neuen VW-Chef Oliver Blume im Jahr 2022 haben sich die Wolfsburger immer weiter für IT-Kooperationen, etwa in China, geöffnet. Vergangene Woche dann der Knalleffekt. Volkswagen und der amerikanische E-Auto-Hersteller Rivian kündigen eine Kooperation an. 5 Milliarden Dollar investieren die Europäer in die Partnerschaft mit dem amerikanischen Startup. Eine Kooperation, die dem jungen amerikanischen Hersteller in den nächsten Jahren dringend benötigtes Cash und Volkswagen endlich die dringend benötigte Entwicklungsgeschwindigkeit im Softwarebereich bringen soll. Wie sich die Startup-Kultur von Rivian mit der Supertanker-Mentalität von Volkswagen vertragen und auf welche Größe die Software-Einheit CARIAD zurückgeschrumpft werden muss, das ist derzeit noch unklar. Volkswagen geht neue Wege in der Elektromobilität und holt sich dafür Unterstützung von Rivian, einem aufstrebenden Konkurrenten von Tesla. Der europäische Autoriese plant bis zu 5 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 4,7 Milliarden Euro, in die US-Firma zu investieren. Ziel ist es, gemeinsam neue Technologien für zukünftige Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Für Rivian, das finanziell angeschlagen ist und rote Zahlen schreibt, kommt diese Geldspritze zur rechten Zeit, da das Interesse an Elektroautos in den USA derzeit sinkt. Die Nachricht ließ die Rivian-Aktien im nachbörslichen US-Handel um fast 50% steigen. Die Kooperation zwischen Volkswagen und Rivian ist umfangreich und umfasst Software, Steuercomputer sowie Netzwerkarchitektur. Besonders interessant, VW plant, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf Rivians Technologie und Software umzustellen, was dem deutschen Autobauer erhebliche Kosten bei der Eigenentwicklung ersparen könnte. In anderen Bereichen wie Batterien oder Antriebstechnik wird es keine Partnerschaft geben, so Rivian-Chef RJ Scaringe. Mit dem Vormarsch der E-Autos hat auch der Wettstreit um neue Fahrzeugarchitekturen begonnen. Trends zeigen in Richtung weniger Komplexität und einem stärkeren Fokus auf Software. Tesla war hier Vorreiter, ein Auto quasi als Computer auf Rädern. Rivian hat von Anfang an auf eine eigene Architektur gesetzt, bei der die Autoelektronik in mehrere Zonen mit eigenen Computern aufgeteilt wird. Während in der ersten Generation noch 17 Steuereinheiten nötig waren, hat man diese Zahl in der zweiten auf 7 reduziert.
VW hat seit Jahren mit Problemen bei der hauseigenen Softwareentwicklung für Elektroautos zu kämpfen. Dadurch verzögerten sich bereits Modellstarts. Skyringe legte am Dienstag den Finger in die Wunde. Man habe in den vergangenen Jahren erkannt, dass etablierte Hersteller Schwierigkeiten bei eigener Software hätten. Über Jahrzehnte wurde viel Technik bei verschiedenen Zulieferern eingekauft. Im Ergebnis hätte man eine Menge kleiner Computer, die an ganz bestimmte Funktionen angebunden waren, so Skyringe. Die Entwicklung einer Architektur nach dem Zonenprinzip, bei der eine Steuereinheit Funktionen über mehrere Bereiche hinweg übernehme, sei so schwierig. Rivian sei einer der wenigen Hersteller, die eine solche Zonenarchitektur in der Serienproduktion hätten und damit wertvoll für VW, kommentierte den Deal der Autoanalyst der Marktforschungsfirma Gartner, Pedro Pacheco. Der Deal sende auch ein Signal, dass Dinge, die man einst selber entwickelte, nun von einem anderen Hersteller kommen könnten. Das Gemeinschaftsunternehmen von VW und Rivian sieht vor, dass Rivian nach und nach Milliarden zufließen. Zunächst kauft VW Wandelanleihen im Wert von $1 Milliarde, später folgen Aktienkäufe und Kredite. Volkswagen steht allgemein unter Druck. Die Nachfrage nach Elektroautos in Europa schwächelt, der Wettbewerb in China ist hart. In den USA will VW mit Elektroautos Marktanteile gewinnen und hatte dafür bereits hohe Investitionen angekündigt. Rivian lieferte im letzten Quartal knapp 13.600 Elektroautos aus, erzielte einen Umsatz von $1,2 Milliarden, musste jedoch einen Verlust von $1,45 Milliarden hinnehmen. Die Firma ist in den USA mit großen SUVs und Pickups aktiv und baut zudem elektrische Lieferwagen für Amazon. Die Stimmung unter den Tesla-Herausforderern ist gedämpft. Viele Käufer greifen lieber zu Hybridmodellen. Auch Tesla spürt das gebremste Wachstum. Der Elektroautohersteller Fisker, der in Graz produzieren ließ, musste kürzlich Insolvenz anmelden. Die Kooperation zwischen VW und Rivian könnte jedoch ein bedeutender Schritt sein, um neue technologische Standards in der Elektromobilität zu setzen. Nicht nur Pkw und Lkw müssen in Zukunft CO2-neutral werden, auch die Hersteller von Baumaschinen treiben aktuell den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen voran. Das Deutschschweizer Familienunternehmen Liebherr hat am Dienstag in seinem Werk in Bischofshofen den weltweit ersten Großradlader mit Wasserstoffmotor vorgestellt. Ist das die Zukunft des Straßenbaus? Liebherr hat in seinem Werk in Bischofshofen den eigenen Angaben nach weltweit ersten Großradlader mit Wasserstoffmotor vorgestellt. Nicht nur Pkw und Lkw, sondern auch Baumaschinen müssen in Zukunft CO2-neutral werden. Alternative Antriebe für Fahrzeuge über 15 Tonnen zu finden, gestaltet sich als ziemlich herausfordernd. Für kleinere Fahrzeuge sind in vielen Fällen batterieelektrische Lösungen geeignet, sagt Herbert Pfab, technischer Geschäftsführer des Liebherr-Werks in Bischofshofen. Bei schwereren Maschinen mit einem Einsatzgewicht von bis zu 40 Tonnen sei jedoch der Wasserstoff-Hubkolbenmotor der idealere Antrieb. Wir können bei großen Fahrzeugen Wasserstoff leichter speichern als Strom. Und Wasserstoff ist zwar teurer als Diesel, aber im Vergleich mit anderen emissionsfreien Antrieben erheblich günstiger. Herbert Pfab, technischer Geschäftsführer des Liebherr-Werks in Bischofshofen. Batterien seien groß, sehr schwer und um ein Vielfaches teurer. Zudem haben Akkus lange Ladezyklen, was sie angesichts des Zeitdrucks in der Baubranche oft unattraktiv macht. Dazu müssten fürs Aufladen auf vielen Baustellen erst Stromanschlüsse verlegt werden, was besonders bei mobilen Infrastrukturprojekten, etwa im Straßen- oder Eisenbahnbau, aufwendig und teuer ist. Ein weiterer Vorteil von Wasserstoffverbrennungsmotoren: Sie haben einen hohen Wirkungsgrad und können in dasselbe Baufahrzeug eingebaut werden wie ein Dieselmotor. Getriebe, Kühlsystem und Hydraulik müssen de facto nicht verändert werden. Auch der nun präsentierte Prototyp des Wasserstoffradladers basiert auf dem bereits bestehenden Modell L566, den am verbreitetsten Großradlader von Liebherr. Der wie alle anderen Radlader des Konzerns in Bischofshofen entwickelt, produziert und vertrieben wird. Das erste Liebherr-Produkt mit dem alternativen Antrieb ist die Baumaschine nicht.
2022 präsentierte das Unternehmen bereits einen Wasserstoffkettenbagger. Die Motoren stammen von Liebherr selbst, werden in der Schweiz gefertigt und vermeiden die Emission von Treibhausgasen und Stickoxiden. Bis der neue Wasserstoffradlader in Serie gehen wird, werden aber noch einige Jahre vergehen. Zunächst wird das Fahrzeug umfangreich erprobt, zugleich ruhen auch andere Entwicklungen nicht. Denn Wasserstoff soll nicht nur Ersatzbrennstoff für Diesel bleiben, Liebherr arbeitet bereits am nächsten Schritt. Wir sehen in der Verwendung von Wasserstoffverbrennern eher einen Übergang. Die endgültige Lösung wird die Brennstoffzelle werden, wo aus Wasserstoff Strom entsteht. Aber das wird im Baumaschinenbereich noch dauern. Der Christkirchener Landmaschinenhersteller Pöttinger kannte in den letzten Jahren nur starkes Wachstum. Der Umsatz des oberösterreichischen Familienunternehmens, das Maschinen für Ackerbau und Grünlandgeräte erzeugt, hat sich in den letzten 10 Jahren von 280 Millionen Euro auf deutlich über 500 Millionen Euro fast verdoppelt. In manchen Segmenten, wie etwa Ladewegen, ist man auf dem sehr lokalen Markt. Amerikanische Bauern kaufen zum Beispiel keine europäischen Landmaschinen, sogar Weltmarktführer. Doch auch Pöttinger konnte sich den globalen Rückgang am Gesamtmarkt, weltweit ist das Geschäft im Vorjahr um 20% zurückgegangen, nicht entziehen. Der oberösterreichische Landtechnikhersteller Pöttinger steht vor Herausforderungen. Wegen Umsatzrückgängen werden 200 von insgesamt 1200 Beschäftigten im Bezirk Christkirchen für 3 bis 4 Wochen beim AMS arbeitslos gemeldet. Betroffen sind vor allem die produktions- und produktionsnahen Bereiche. Den Betroffenen wird jedoch eine Wiedereinstellungsgarantie gegeben, wie das Familienunternehmen am Dienstag gegenüber den oberösterreichischen Nachrichten bestätigte. Zusätzlich nehmen 450 Angestellte aus Solidarität mit ihren KollegInnen jeweils eine Woche unbezahlten Urlaub. So vermeiden wir echte Kündigungen, erklärt der Geschäftsführer Gregor Dietachmeier. Diese Kapazitätsanpassungen sind notwendig, da die Nachfrage von Landtechnik stark gesunken ist und Bestellungen verzögert eintreffen. Während im Sommer nicht genügend Aufträge vorhanden sind, wird im Herbst wieder mit einer vollen Auslastung der Produktion gerechnet. Pöttinger konnte seinen Umsatz in den letzten 3 Jahren von weniger als 400 Millionen auf 641 Millionen Euro steigern. Für das bis Ende Juli laufende Wirtschaftsjahr wird jedoch ein Umsatzrückgang im zweistelligen Prozentbereich erwartet. Der Linzer Maschinenbauer und Automatisierungshersteller Keber hat im Fiskaljahr 2023/24 mit 474,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzminus von 14,25% eingefahren. Grund für die Umsatzrückgänge der Keber Group AG seien Nachfrageschwächen, vor allem im Bereich der Geschäftsfelder Industrie- und Energieautomation. So CEO Christoph Knogler und Finanzvorstand Andreas Schoberleitner bei einem Pressegespräch in Linz. Für das Maschinenbauumfeld sei die mangelnde Nachfrage konjunkturell geprägt gewesen. Dazu kämen allgemein bekannte Herausforderungen wie hohe Inflation oder Unsicherheiten durch Ukraine- und Nahostkrise. Bei den Ladestationen hingegen seien im abgelaufenen Geschäftsjahr die Lagerbestände der Händler zu voll gewesen. Seit Anfang des Kalenderjahres erhole sich der Markt wieder. Größer seien die Unsicherheiten derzeit noch beim Heizungsmarkt, wo Keber Steuerungen für Hersteller von Biomasseheizungen und Wärmepumpen baut. Das dritte große Geschäftsfeld, die Handover Automation hingegen, entwickelt sich den Angaben zufolge zufriedenstellend. Die heimische Lackindustrie mit ihren 27 Betrieben und 2700 Beschäftigten hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Nicht zuletzt wegen der schwachen Baukonjunktur. Der Umsatz gab 2023 um 8,6% aus 503 Millionen Euro nach. Auch für das erste Halbjahr wird ein negatives Ergebnis erwartet. Dazu würden die Zinsen zu langsam sinken, um den Bau zu beleben. Weiters würden hohe Lohnabschlüsse und zu viel Bürokratie belasten. Letztere liegt den Branchenvertretern spürbar schwer im Magen. Fachverbandsobmann Hubert Kulig und Kollege Klaus Schaubmeier beklagten heute vor der Presse eine Lawine an Vorschriften, während China und die USA deutlich auf der Überholspur wären. Zusätzlich schwäche den Standort noch der Trend zur Teilzeitarbeit, schon bei Berufseinsteigern. Positiv sei, dass bei den Kollektivvertragsverhandlungen im Frühjahr unter der Jahresinflation und mit einer Deckelung bei 5.000 Euro Bruttomonatseinkommen abgeschlossen worden sei. Für das Gesamtjahr 2024 sind die Erwartungen der Branchenvertreter stark gedämpft.
Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch an Lacken und Anstrichmitteln in Österreich liegt bei 15 Kilogramm. Österreichs Wirtschaft stagniert heuer und wird auch kommendes Jahr nur um rund 1,5% wachsen. Selbst dann werde die Wirtschaftsleistung pro Kopf aber 1,5% unter jener vor Corona liegen. Das seien 6 verlorene Jahre, sagte WIFO-Chef Gabriel Felbermayr bei der Vorstellung der Sommerprognose von WIFO und IHS. In der Eurozone werde die Wirtschaftsleistung hingegen 3% über jener des Jahres 2019 liegen. Wirtschaftswachstum als Lösung der heimischen Probleme zeichnet sich aber nicht ab. Die beiden Institute haben am Mittwoch zum 4. Mal in Folge ihre Prognose für 2024 gesenkt. Auf 0,0 bzw. 0,3%. Aussagekräftiger als der Unterschied zwischen den beiden Instituten sei aber der Abstand zum Durchschnitt der Eurozone, wo das Wachstum bei 0,9% liege. Zwar sinkt auch die Inflation auf voraussichtlich heuer 3,2 bis 3,4%, sie bleibt damit aber deutlich über den Euroschnitt. Besonders schlecht geht es der Industrie, die unter den im Vergleich der Euro-Länder hohen Lohnabschlüsse, der starken Bürokratie, aber auch unter handelspolitischen Unsicherheiten leide. In Summe investiere die Wirtschaft sehr wenig. Das mache ihm Sorgen, so Felbermayr. Das waren die Industriemagazin-News für diese Woche. Alle Folgen können Sie in der Mediathek auf unserer Website nachsehen unter industriemagazin.at/news-tv. Das Industriemagazin ist jetzt auch auf WhatsApp. Scannen Sie den eingeblendeten QR-Code, abonnieren Sie unseren Kanal und bekommen Sie einmal täglich die wichtigsten News aus der Industrie direkt auf Ihr Handy gepusht. Wenn Sie uns zufällig auf YouTube gefunden haben, freuen wir uns, wenn Sie uns ein Like da lassen und unseren Kanal abonnieren. Im Namen von Redaktion und Technik darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig.